was moving through the lowland. It was her from far across the sea. Ich habe mein Album Early Morning Hours genannt, was ja so viel heißt wie in den frühen Morgenstunden. Weil ich finde, dass man morgens oft Dinge sieht und wahrnimmt, die man sonst nicht so wahrnimmt. Und in den letzten 2 Jahren, da habe ich ziemlich viel erlebt. Ich war viel auf Tour, also habe Konzerte gegeben in der ganzen Welt. Und ich habe Menschen getroffen, Gesichter gesehen und viele interessante Geschichten gehört. Und ich habe darüber Lieder geschrieben. Und ich würde dich gern mit auf diese Reise nehmen, die ich selbst gemacht habe. He's like the morning sun, speaks with a burning tongue into the twilight of my memories. Ich finde das Leben hier im Zirkus ziemlich faszinierend, weil die Leute lieben das, was sie machen, obwohl es ein ziemlich harter Beruf ist. Ich habe mich hier vorhin schon mit ein paar Leuten unterhalten und mich hat das ziemlich berührt, mit was für einer Hingabe die Leute hier ihre Arbeit machen. Ich würde das von mir auch behaupten, dass ich liebe Musik. Und Musik bedeutet für mich nicht nur bloße Unterhaltung, sondern Musik ist mein tiefstes Ausdrucksmittel. Ich habe Larry in der Schweiz getroffen. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Lust habe, in seinem Konzert am nächsten Abend mitzuspielen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er Interesse daran hat, auf meinem neuen Album einen Song mit mir zu singen. Es war ziemlich surreal, dass dieser Songwriter plötzlich mit mir im Studio steht und berührt ist von meiner Musik. Ich war ja immer berührt von seiner Musik. Das war wie ein wunderschöner Traum. Dieses Lied Back to the Dust, das war mit das letzte Lied, was er aufgenommen hat vor seinem Tod. Und das Interessante ist, es ist ja ein Lied über den Tod. Aber ich bin mir so sicher, dass Larry Norman wusste, wo er hingeht. Er hatte sich mit dem Leben beschäftigt, was Ewigkeitswert hat. Ich hatte das Gefühl, als wenn er mir was weitergeben wollte. Und als ich dann mit ihm da stand im Studio, da hatte das ein bisschen so ein, hatte ich so ein bisschen das Empfinden von so Großvater und Enkeln. Larry Norman zu treffen und mit ihm sogar einen Song aufzunehmen, ist für mich mit das Größte, was man sich vorstellen kann. Weil ich habe angefangen ungefähr, da war ich 16, meine ersten Lieder zu schreiben. Und ich saß in meinem Zimmer und habe das erste Mal Musik von Larry Norman gehört. Und das hat mich inspiriert, so sehr inspiriert, dass ich selber angefangen habe mit Musik. Wenn man sich darauf einlässt, dann kann Musik ziemlich tief berühren. Ich wünsche mir, dass dieses Album, dass meine Musik dein Herz berührt, genauso wie es mein Herz berührt.